Ich bin die Maid. Mein Schicksal wurde in die Fasern der Welt eingewoben. Ich bin die Mutter. Ich wurde wiedergeboren. Ich bin das alte Weib. Ich bin 1000 Tode gestorben. Und immer kehre ich zurück. Ich bin ganz. Ich bin die drei Gesichter Aschas. Ich bin die Spinnenkönigin. Die Erinnerungen sind zurück. Leere, schwärzeste Düsternis, Erinnerungen vergessen und verloren. Der Niederfürst kommt. Warum widersetzt ihr euch mir, Bane? Die Schöpfung der Drachen ist ein Gefängnis. Und wir sind ihre Gefangenen. Sollen die Drachen verschlungen und zu nichts werden? Und wir werden frei sein. Wir alle frei, über unser Schicksal zu bestimmen und unsere eigenen Welten zu errichten. Schwört euren Göttern ab! Akzeptiert die Lehre. Die Krankheit des Niederfürsten hat Form angenommen. Besiegt diese Verirrungsschnitter und macht die letzte Beleidigung ungeschehen. An Vergessenes kann man sich wieder erinnern. Natürlich bekommen wir eine gestellte Armee. Ach, du ahnst es nicht. Und er hat jede Menge Lebenspunkte. Wollen wir gucken, was er macht oder schon mal nach vorne gehen? Wir gehen schon mal nach vorne. Eventuell macht er so einen AOE-Damage, der nur auf bestimmte Reichweite geht. Man kann ihn nicht verzaubern. Ich will keine gestellte Armee. Ich will meine Leute. Du kannst so schießen. Dann tue dies. Die Spalte der Leere. Vielleicht alle, die dort sind, verschwinden? Ich weiß nicht, was sie zu bedeuten hat. Ach so, du bist jetzt Gefangener dort. Macht keinen Schaden. Verstehe ich noch nicht ganz. Oh, die Namtaro wird angezogen. Dann stellen wir uns mal weiter hin. Sehr schön, du darfst heilen. Wir haben noch wie viele Phönixe? 87. Vielleicht aber auch den da. Ich weiß noch nicht. Geh erstmal rauf. Du gehst zur Seite. Ich will nicht, dass du da drin landest.
Unser Drache ist wieder frei. Gut gemacht. Du hast dich wieder geheilt. Sehr schön. Du heilst jetzt mal bitte... Den kannst du gar nicht heilen. Ach, den können wir ja heilen. Damit. Haha. Okay, das wird schon. Das wird schon. Ich muss mir bloß im Klaren darüber sein, was ich will. Die Hälfte haben wir ja schon. Okay, jetzt kannst du den Kirin heilen. Der freut sich über eine Heilung. Kräftig, deftig, würzig, gut. So ist schön. Oh, ist aber nicht viel. Jetzt ist die Spalte da. Ich muss den Phönix wegbringen. Unbedingt. Das heißt, du stellst dich jetzt mal dahin, dass der Phönix da noch hin kann. Ich will nicht, dass ihr in die Spalte reinrutscht. Ich glaube, das ist nicht gut. Sollte ich meine Leute wegbringen? Ich habe keine Ahnung. Er kriegt keinen Schaden. Doch, aber nur ganz gering. Ah, ich kann das nicht ganz nachvollziehen. Ich weiß nicht, was ich hier gerade mache. Kollektive Regeneration. Er wird weggeportet. Auch nicht schlecht. Abwarten. Okay, es ist nur noch ein Viertel übrig. Das müssen wir schaffen. Na ja, gut, ein großes Drittel. Sagen wir so, was ist mit den Engeln los? Er weckt 11 von 19 wieder. Vielleicht hätte ich noch warten sollen. Kommt schon, haut ihn weg. Er hat nur noch 77.000. Es waren wieder 5.000, sehr gut. Er heilt sich. Jetzt ist die Spalte auf der Seite. Nee, hau ab. Thank you.
sich schon wieder hochgeheilt. Liegt das manchmal an dieser Blase, die er hatte? Ja, die hat ihm nicht nur Schutz gegeben, die hat ihn auch geheilt. Ich habe noch keinen Blitzstrahl. Aber jetzt machen wir ihm sogar so Schaden. Komm schon, Mensch. Der ist doch fast down. Noch 10.000. Ja, jetzt wieder 30.000. Es wird immer schlimmer hier. Bloß nicht nachlassen. Und bitte nicht in die Spalte rutschen. Noch 5.000. Oh, das gibt's nicht. Geschafft! Sehr schön. Endlich besiegt Kreaturen. Weiß nicht, die Leere? Sandro? Die Mutter Namtaru existiert jetzt in der Geisterwelt und in Herrisch. Sie ist jetzt wirklich eine Göttin. Und ihr seid ihre rechtmäßige Hierophantin Anastasia. Ich bin froh, dass ihr Ludmilla zu eurer rechten Hand gemacht habt. Ich fürchte, dem Spinnenkult stehen schwierige Zeiten bevor. Ich verdanke meine neue Stellung euch, Lord Vayne. Es ist Zeit, Lebwohl zu sagen, Anastasia, Ludmilla, falls ihr keinen weiteren Dienst verlangt. Ich bin sicher, wir finden ein, zwei Aufgaben für den Schnitter der Seelen. Ich fürchte, wir können den Schnitter nicht mehr bei uns behalten. Er muss einen Niederfürsten jagen. Die Niederlage wird Sandros Entschlossenheit keinen Abbruch tun. Ich kehre zu den Windschwertern zurück. Sie scheinen ein Talent zu haben, Niedermanten in die Quere zu kommen. Wir werden euch vermissen, Lord Vayne. Und ich euch. Aber einstweilen weiß ich noch, warum. Das war ein interessantes Experiment voller nützlicher Lektionen. Eine angenehme Probe zur Vorbereitung der Premiere. Ich werde meine Fehler nicht ein weiteres Mal wiederholen. Wenn ich der Auslöschung eines Avatars der Mutter aller Drachen so nahe kommen kann, beweist das nur, dass sogar die Drachen in meiner Reichweite sind. Wir haben es geschafft. Heldentat vollbracht, die letzten Uplay-Punkte, die es für Hero 6 gibt, geerntet. Und gleich zwei Dinge auf einmal bekommen. In die Leere. Einzelspieler beendet die Necropolis-Kampagne der Erweiterung. Und das Ausfüllen der Leere. Einzelspieler beendet alle Kampagnen der Erweiterung. Wir sind durch. Und es war schwer genug.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Schön, dass ihr so lange durchgehalten habt. Wir haben alles abgeschlossen. Ist das schön. Wir können uns jetzt noch die Dynastiepunkte vergeben. Wir haben viel erlebt. Könnt ihr mal in die Kampagnen reingucken. Wir haben zuerst gesehen, wie Slava stirbt. Dann wussten wir durch die Necropolis-Kampagne, dass Anastasia dafür verantwortlich war. Aber auch nur, weil der Engel Uriel sie verwandelt hat. Währenddessen ist Anton durch die Gegend gezogen und hat sich mit Michael angelegt. Dann hatten wir die Sanktuariums-Kampagne. Was war denn da? Die Barbaren waren es nicht. Ich glaube, da war es schon gegen die Dämonen. Und bei der Dämonenkampagne, da haben sie ja dann versucht, die Bibliothek zu sich zu holen, die dunkle. Die Bastionskampagne war auch ganz nett mit Kirill. Der hat ja seine Schwester in der Sanktuariumskampagne unterstützt. Beide zusammen haben ja sehr viel geleistet. Nee, mit Sandro. Entschuldigung, Kirill war ja in der Inferno-Kampagne. Dann hatten wir die finale Kampagne, wo wir letztendlich dann dafür gesorgt haben, dass die Bibliothek bei den Dunkelelfen fehlt und dass die dann zurückhaben wollten. Eigentlich kriege ich die ganze Story gar nicht mehr so richtig zusammen. Das ist viel zu viel, was wir erlebt haben. Crackhack haben wir wieder gesehen, wir haben Sandro wieder gesehen. Wir haben Rylak wieder gesehen, der dann die Bibliothek zu den Dunkelelfen wieder zurückgeholt hat. Und in der Bibliothek wollte Sandro natürlich alles haben, deswegen haben wir die Sandro-Kampagne ja durchgemacht. Er wollte ja dieses geheiligte Mittel, um die ganze Welt zu erobern, und das hat er ja jetzt hier eingesetzt, hat allerdings ein paar Fehler gemacht, die er dann das nächste Mal nicht mehr machen möchte. Mal sehen, wann das nächste Mal ist, denn bei Heroes 7 habe ich ihn noch nicht getroffen. Ja, und letztendlich haben wir wieder mal die Welt gerettet mit der Necropolis-Kampagne. Das ist eigentlich so die richtige Endkampagne. Denn man hat uns ja bei dieser finalen Kampagne ziemlich so dumm dastehen lassen. Ne? Rylak kommt mit mal wieder und sagt, ja, wir werden uns alles wiederholen. Ende. Rylak hatte man bis dato nicht gespielt, außer man kannte Heroes 5. Und von daher ist es schon ziemlich fies, dass man die Add-ons haben muss, um das Ende wirklich zu erleben. Ne? Jetzt wissen wir Bescheid, was Sandro wollte, das nächste Mal wieder nicht die Fehler machen. Das ist so ein Ende, das kennt man. Man hat ja auch mit Sandro gespielt, man hat seine Geschichte erlebt. Aber Rylak war mit mal so, da ist er sagt, er will was zurück und Ende. Das geht gar nicht. Ist auch egal, wir haben es geschafft, ich bin super glücklich, ich bin super stolz und werde das Spiel sowas von deinstallieren. Ich werde es gar nicht wieder raufladen auf dem PC. Es ist toll, ich kann es jedem empfehlen, einmal durchzuspielen. Aber für mich ist es definitiv zu umfangreich, zu lang und zu schwer. Ich danke euch vielmals fürs Ansehen von Heroes 6. Ich weiß nicht, ob irgendwann mal Heroes 8 kommt und ob wir jetzt schon in dieser Zeit, ich habe hier 500 Folgen am Stück aufgenommen von Heroes 6, ob wir dann schon mit Heroes 7 durch sind, mit dem neuen Add-on, mit den Zwergen und der Inferno-Kampagne. Sehen wir uns an, wenn es soweit ist. Danke nochmal fürs Ansehen. Ich bin super glücklich. Es ist einfach nur ein schönes Gefühl, endlich das Ganze beiseite legen zu können. Ah, euer Bisozint. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, macht es gerne. Bis nachher.